So gut, ich baue jetzt die Foundation. Jo. Aber lieber jetzt ordentlich machen, weil wenn das so diagonal ist. Ja, sobald du das Ding, die erste Foundation gesetzt hast, mache ich Kisten, Hätte ich denn dass das wir Steine gerne? einlagern können. Weil die Steine kommen. Ja. So. Ich würde das Ding jetzt abreißen hier, ne? Jo, mache. Das Problem ist nur, dann bin ich wieder total überladen. Lass mich das anpassen. Okay, dann mal. Ah! Was war das? Weg. So. Moment. Das hat übelst lange gedauert. Ich hau mal ein paar Steine auf den Boden. Die kannst du gerne noch looten, wenn du willst. Ich habe gerade ein Déjà-vu von der Pfandstaffel. Ja. Stimmt. So, der Martin ist jetzt auch noch am Start. Und wir bauen jetzt die Foundation. Ich drücke jetzt einfach. Es wird jetzt ungefähr so passen. Es ist ungefähr parallel zu dem Rand hier vorne. Jo. Ich mache noch ein kleines bisschen nach links, so hier. Ja, es ist jetzt auch ein bisschen übertriebener Perfektionismus. Weil ich an sich ist eh egal. So, bam. Okay, ich hab's gesetzt. Dinger sind so groß, gerottet. Alter. Ja, es ist der Wahnsinn. Aber es ist deutlich besser. Jetzt ist, weil sonst wäre das so diagonal gewesen und wir wollen ja auch ein richtiges Burgtor bauen und Wege und so und das hätte sonst doof ausgesehen. Sammelt noch die Steine auf. Pack die doch gleich rein, ey. Es waren noch keine Kisten, als ich weggerannt bin. Ich hole mal Steine aus dem Ankylo. Das ist aber eine gute Idee. Ich bringe auch Steine. Haben wir schon eine Steinekiste? Also Nee, ja. Wir haben die Workbench, du kannst einfach alles in die Okay. Workbench reinhauen. Alles klar. Also wir brauchen jetzt, was brauchen wir heute? Fiber, Steine und was brauchen wir noch dafür? Tetch. 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 Ich hänge gerade im Ankylo fest. Kann jemand den Ankylo wegrufen? Jo, ich komme, ich komme, ich komme. Nicht draufsetzen, sondern nur Follow rufen. Jojo. Den Ankylo und den Strabo, ja. Alles klar. Ich helfe doch gerne. Wunderbar. Hast du mit dem Pronto gekuschelt? Richtig. So, Sichel, Pronto könnte man Sichel, dann eigentlich mal Sichel. tamen. Eine Sichel ist sogar hier drin, ne? In der Smithy. Echt? Ja. Kannst du Okay, ausnehmen. ich würde mir gleich noch hier Metal Pieke und. Na gut, Pieke, na doch, warum nicht? Und Metal Axt gleich noch machen. Ich komme hier auf die Foundation, weil ich überladen bin. So, Moment. Ja, die sind ganz schön hoch, ne? Ja. Dafür gibt es nachher schöne Treppen, so richtig. Ja, und ein Tor und oh, da kommt so cooler Scheiß dann, Leute. Das wird richtig krass, das wird richtig heftig. So, ganz viel Tetch, 2500 Tetch ist jetzt. Die Kisten schon benannt? Naja. Nee, nö. So, Waffen. Mili. Also eine Sichel ist jetzt schon drinne hier. Ah, hier ist eine, wunderbar. Machen wir mal hier hin. So, dann hätte ich gerne noch eine Pike. Ein Headshot. Okay, da ist jetzt noch eine zweite Armbrust drin. Wenn Jetzt hier, dann können wir gleich auf Vogeljagd gehen, ne? Jo. Jo. Okay. Soll ich die Dinos hier lassen? Dinos lasse ich hier, ne? Ja, die nehme ich dann gleich mit. Ja, oder wenn ich dabei bin, ich muss ja eh rüber jetzt. Ja. So, also ich glaube, wir brauchen jetzt vor allem Steine, 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 oder? Ja, ich gehe jetzt mit meinem Kilo auch gleich los. Gut, dann. Ich mache mal ein bisschen Metall noch aus. Ich sammle jetzt mal so 10.000 Fiber oder so, oder 20.000. Und im Anschluss haue ich mich auf den zweiten an Kilo und mache mit Steine dann. Und dann können ja, wir ich nämlich. Helfe mit. Dann können wir dann nämlich im großen Rahmen dann die Burg ausbauen. Wahrscheinlich auch mit dem großen Rahmen, vielleicht. Oder? Fünf! Fünf Stück! What? Was? Fünf Stück? Nice. Okay, wird jetzt größer. Ich habe sie mitbekommen. Was ist jetzt los? Wir haben fünf neue Foundations. Hm. So, wir wollen das jetzt ja ordentlich machen. Wir machen es mal hier weiter. Nein, an Kühlo, nicht reinrennen. So. So. Ich habe jetzt die ganze Zeit fleißig nachgefüllt. Jo, nice. Also eine von der Eichen.
Und jetzt könnten wir, was haben wir denn hier? Pillar Foundation gibt's auch, Castle, hier. Schlossmauer. Gibt's verschiedene. Gibt's verschiedene sowieso. Balkon gibt's auch, Alter. Geil. Oh, ich freue mich. Ich mach erstmal. Das gibt halt oben so Wehrgänge und so ein Scheiß. Ja, Mann. Geil. Ich mach erstmal ein Gateway. Oh, es gibt ja sogar so eine Brücke, so eine Drawbridge. So eine. So, wie nennt man das denn? Fallbrücke? Keine Ahnung. Okay, die machen wir auf jeden Fall auch, aber die machen wir dann ganz am Rand. Also der Plan ist jetzt, dass wir mehrere Ringe machen an Mauern sozusagen erstmal. So gut, dann fange ich erstmal mit dem Gateway an. Guck mal, Lutz. Ja. Du bist gerade nicht da. Quadstep, guck mal. Oh, krass, da. Oh, hier oben ist ein. Das sieht richtig geil aus, oder? Ja, das war mir übelst groß, Mann. Das Tor erstmal, ey. Wenn das so ein richtiges fettes richtig Sound aus, geben würde, ey, das ist richtig geil. So, warte mal, wo habe ich denn die Mauern? Was sind die Ceiling? Boah, hier Ankylo gegen T-Rex. Dezent überladen. Nein, überhaupt nicht. Ach, das ist nur die Foundation für eine Mauer oder was? Ja, es gibt auch Mauer-Foundation, stimmt. Das ist so, da kannst du so eine Burgmauer bauen. Fence Foundation ist das quasi. Okay. Ja. So, dass man sozusagen nicht erst die Dinger hier braucht. Die. Jo, richtig, die große Foundation. Okay, gut, dann hau ich das erstmal wieder rein, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jo! Das haben wir jetzt erstmal genug. So wird ein Schuh draus jetzt hier. Achtung! Nice! Das ist total übel! Geh ich jetzt auch noch eins ran? Oh ey, Lutz, ohne Scheiß, ey, du wirst, deine Hose wird platzen, wenn du da jetzt hier anfängst zu bauen. Selbst ich komme ja kaum klar gerade. Ja, das sieht richtig nice aus. Ja, du bist bei uns mit drin. Nee, ist er nicht. Wieso nicht? Bleib auf, keine Ahnung. Ah, zieht euch das doch mal rein hier. Achso, ich bin deinem Tribe beigetreten. Nee, bist du nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Okay. Ist nice. Guck mal vor allem die Treppe da. Und ich habe sogar schon Ceiling gemacht. Moment. Die sind eigentlich für die Mauern. Hier steht. Wall-Topper-Ceiling. Ich hau das mal jetzt hier drauf, mal gucken, was passiert. Sekunde. Weg. Halt. Okay, die brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Yeah, ich hab die müssen auf die Mauern, weil auf den Mauern das ist. Ah, okay, ja, und dann kann ich hier quasi neue Snap-Punkte. Echt jetzt? Oder? Normalerweise packst du durch Mauern durch, wenn du oben drauf rumläufst. Ja, guck hier, fließt so runter. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert jetzt gerade. So, und jetzt, ich habe quasi mich nicht bewegt und bin trotzdem, habe ich mich bewegt. Und jetzt bewege ich mich nicht und bewege mich nicht. Versteht ihr? Genau. Komplizierter konnte man es nicht erklären. Guck mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Genau, dann ist das so wie Glatteis. Ja, hier geht's gerade. Aber das liegt daran, dass es doch jetzt hier, Glatteis. Ich mache nichts. Und bumm. Okay, cool, dann verstehe ich das. Nice. Huch. Das sah witzig aus. So, wir machen mal hier von Eingang schön Teppich. Aber schöne Schuhe aussehen denn, ne? Boah, Alter. Nice. Was ist denn los? Was ist denn los? Das ist großartig. Also hier immer Schuhe ausziehen, oder was? Ja, immer Schuhe ausziehen, bitte. Immer schön. Ja, warte, so, jetzt. Moment, die Rüstung ausziehen hier. Es ist der Wahnsinn. Und das ist, wir haben noch nicht mal angefangen jetzt hier. Oh Gott, so gut. Sieht das geil aus. Ja, Mann. Ey, wir müssen, vor allem, ich habe ja auch diese Mod drauf mit diesen Kristalllampen. Die müssen wir dann auch machen. Schon skillt. Aber warum Kristalle? Ja. Die, ich weiß jetzt gar nicht, Kristalllampen, ob man da Strom für braucht. Würde mich mal interessieren. Glaub nicht, Kristalle leuchten ja von selbst, oder? Ja, eigentlich, ja. Ne? Ja. Klingt logisch. Ach du Scheiße, die sind übelst teuer. Okay, also das ist was für später dann. Du brauchst für eine, so eine, für eine normale Größe, brauchst du 30 Eisenbahnen, 100 Kristalle und 20 Electronics. Also okay. Das ist Endgame, das ist wirklich Endgame. Finde ich aber okay, weil das ist cooler Scheiß. Das darf ruhig ein bisschen teurer sein. Aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen mehr Licht. Ah ja, ich habe ja noch einen Balkon. Hab ich gar nicht gebaut. Ja, ich baue den, der Balkon war jetzt nicht so teuer. Den können wir dann später nur fürs Neu machen.
Den hätte ich ja eigentlich gerne über dem Tor. Egal, ich mache jetzt erstmal hier hin. So. Haben wir einen Balkon gebaut. Kann jemand vielleicht noch ein paar Rüstungen bauen? Geil. Nice, der Balkon. Jo, ich hab so einen ganz großen Stuhl. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier hinsetzen soll. Sieht eigentlich aus wie so ein Königsstuhl. Hast du einen ganz großen Stuhl? Am besten auf den Teppich drauf. So, hier, guck mal, Riesenstuhl. Kann man sie draufsetzen? Jo, guck mal. Boah, nice, Alter. Krass. Die übelste Lehne. Ey, sowas als Computerstuhl, ey, das wär nice. Das wär nice, Mann. Das gefällt mir, ey. Jo. Ich merke, dass ein Server voll ist. Ich weiß es nicht, geht's. Wie viel drauf sind. Ich find's bislang läuft eigentlich ganz gut. Ich hab ständig, Ja. Ich weiß nicht, ob er voll ist, der Server. Guck grad mal. Aber ne? sind auf jeden Fall einige. Cool, freut mich. 146. Es passen aber nur 125 drauf. Ich weiß nicht, wie viele in Warteschlange sind. Alter. 146 Leute. Krass, ey. Ist schade natürlich, dass ein paar da nicht draufkommen, aber übelst cool, ey. Übelst nice. Freut mich riesig. Und man muss jetzt mal bedenken, wir sind da schon auf ein, zwei Spieler getroffen, aber das ist geil dann auf so einer großen Map, dass trotzdem, obwohl so viele Spieler sind, man sich nicht die ganze Zeit über den Weg läuft, so erstmal. Finde ich ganz cool eigentlich. Freut mich übelst. Und Beam ist also von Dauer offen? Nein, natürlich nicht. Weil das Problem ist, wenn wir offline sind alle, und das wird oft der Fall sein, dann werden wir halt weggeradet und dann war's das gewesen mit dem Let's Play. Und ohne Aufnahme, das macht keinen Sinn. So. Okay, was ist denn jetzt der Plan? Ich bin gerade... Einen Agentavis suchen. High Level. Agentavis suchen, damit wir dann einen Quetzel bekommen. Und genau, den Quetzel, damit wir im großen Rahmen Steine farmen können. Weil wir dann einfach mit dem Quetzel den Ankylo packen und dann einen ganz großen Rahmen dann mit dem Ankylo dann einfach zuhauen. Mhm. Nehmt ihr direkt einen Quetzelsattel mit? Wo die Steine hin? So gut, kann ich irgendwie mitkommen? Haben wir noch einen Flugsaurier zu finden? Ja, ich bring den Adler gerade, also ich habe ja einen Adler schon gezähmt, einen Low-Leveling. Den bringe ich gerade zurück, der ist halt leicht überladen. Habe ich so das Gefühl. Oder einfach nur scheiße langsam. Dann setze ich mich noch ein bisschen auf meinen Stuhl und schaue euch beim Arbeiten zu. das wird Hate geben, das gibt Hate. Gute Arbeit, würde ich sagen. Beam! Sei froh, dass die mit dir zusammen spielen. Ja. So, ich bin mal trotzdem ganz kurz AFK. Jetzt musst mal aufs Klo. Ich sitze trotzdem währenddessen auf dem Thron. ich hab riesen Stuhl. So, also bis gleich. Ne? Oh, schönes Ding. Haben wir es jetzt? So, okay. Hier auf diesem Balkon, Beam, ja. Da könnte man auch super oben drauf so einen Turret drauf machen, wo man sich reinsetzt. Ja, warte mal, ganz kurz. Wenn das passt. Müsste eigentlich theoretisch gehen. Guck mal, Lutz, bleib mal oben. Warte, ich bin noch nicht oben. Geh mal oben auf den Balkon oder so. Achtung. Jo. Mit richtigen Zinn, Alter. Hast du nur falsch gesetzt. Oh nein! Okay, schade. Aber mach die Treppe sonst erstmal weg. Ach stimmt, die Treppe ist einfach nur falsch gesetzt, deswegen ist das genau. So. Die Treppe mach erst am Schluss, bau erstmal die Wände. Und dann kann man... Aber das ist auf jeden Fall ein schöner... Dings. Besser konnte ich selber auch nicht in Worte fassen. Ich habe mir mit der Wortwahl sehr viel Mühe gegeben. Jo. Ach halt, hier sollten wir vielleicht auch ein Gate machen, hä? Ja, egal, müssen wir dann später austauschen. Was ist das denn jetzt hier? Ein Teppich, der sich an den Boden anpasst, an die Foundation. Wartet mal. Ach geil! Da wird eine Textur drüber gesetzt. Na, cool. Guck mal in die Mitte, das sieht jetzt richtig gut aus. Sehen. Da gibt es ja vielleicht auch Holz. Ja, ich glaube, weil ich habe das irgendwo, hatte ich mir mal ein Video angeschaut, da gibt es jetzt bestimmt dann Holz, ja. Alter. Das ist richtig nice.
Ja, aber ich würde mir schon sagen, ich finde also die Textur hier nicht so schön. Die hier hingegen sieht aber schon ganz ordentlich aus. Mann. Wir brauchen uns keinen zweiten Adler mehr zu zähmen. Ich habe den Adler jetzt so geskillt, dass wir damit jetzt den Quetzal zähmen können. Okay. Dann. Also. Ne? Würde ich wieder das Schießen übernehmen oder so. Yeah. Hau das so hin? Mit den Zinn? Oh. Ha, sieht ganz gut aus. Jetzt ist der Balkon ist jetzt leider nicht mehr cool. Ah. Na egal, den können wir dann nochmal umsetzen. Ja. So, Moment, hier machen wir auch noch gleich eins ran, wenn wir mal dabei sind. Okay. Yo, nice, ey, das wird... Und hier sind zwei Kackhaufen übereinander, wenn das kein Omen ist, kein gutes. Nice. So gut, ich komme. Beam, warte mal, bleib mal hier kurz. Warten. Wir wollen gerade was gucken, ich will nämlich ja gerade... guck mal nach oben. Wohin, oben? Genau, nach oben über dem Tor. Okay. Alles klar. Wie viele Trefferpunkte hat denn das Dach? Zu hoch, ich komm's gerade. Ja, das ist so krass, also die Mauer hat 100.000. Das ist übel. Ich könnte das rein theoretisch umstellen, das ist aber die Einstellung, so ist das eingestellt, 100.000. Das Dach hat auch 100.000, ne? Okay, aber ich meine, muss überlegen, was das an Ressourcen kostet und so, das darf man halt nicht vergessen. Und hey Leute, müsst es so sehen, es kann halt gut sein, ne, ab dem Moment, wo der gegnerische Tribe die Schriftrolle erobert, dass die dann sagen, ja, das war's gewesen, dann wäre das Let's Play vorbei. Von daher ist es grundsätzlich erstmal gut, wenn das gut geschützt ist. Ja. So, und wir können das ja dann immer noch umstellen, rein theoretisch. Ich denke zumindest auch nachträglich, dass man es umstellen kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, muss mal gucken. So. Oh, ich seh's ja. So, soll ich dich gleich schon mitnehmen, jo, oder? Nimm mich mit. Die haben wir dann schon einen Sattel für den Quetzal? Nee. Ich gehe gleich mal Perlen suchen, weil wir brauchen Perlen für den Sattel. Du findest Perlen, ja, auf jeden Fall bei der Insel. Bei der ganz kleinen Insel, wo wir dachten erst, das wird unsere Zwischeninsel zu dem anderen Spot. Okay, da? Okay. Da? Ja, eigentlich überall im Wasser. Nicht überall. Nicht überall. Hier sind noch übelst viele Steine. Also hier können wir dann wunderbar mit dem Quetzal und mit dem Ankylo... Ja. Mitgepackt, wunderbar fahren. Oder ein Dirtikurus. Obwohl, der kann ja auf dem Quetzal ja nicht hauen. Aber wenn wir das dann haben, ey, dann können wir dann im richtig großen Rahmen dann ausbauen. Das Geile ist, dass wir das dann auch gleich für Metal benutzen können und dementsprechend dann auch endlich Waffen und alles machen können. Ich frage mich nur, ob jetzt hier noch andere Spieler sind. Da ist wirklich alles voll mit Stahl. Also ich habe auf unserem Plateau noch einen Spieler gesehen, also einen Tribe, einen kleinen. Okay. Ja, ich hatte auch noch einen Spieler gesehen. Die werden dann sofort platt gemacht, sobald PvP aktiviert wird. Mhm. Ich habe den einen habe ich Richtung T-Rex gezogen. Das ist jetzt. Ich kann ja mal gucken, welches Level die Pipte hier sind. Schauen wir mal. Level 4. Alter. Läuft. Aber ein Quetzal sehe ich jetzt hier gerade nicht irgendwie. Nee, ich sehe einen Quetzal. Jo. Vor uns. Alter. Welches Level ist denn der? 48 ist der. Nein. Ist das okay? Wir können eigentlich jeden Quetzal im Prinzip. Quadstrap, ja. Gehst du mal da raus? Diesmal auf den Kopf. Also versuch ihn mal auf den Kopf zu treffen. Jo. Oh, du wolltest hier was hinbauen. Jo. Sorry. Warte, ich hab hier noch was hinbauen. Wir müssen ihn jetzt auch versuchen, irgendwie ein bisschen auf den Land zu ziehen. Und? Ich dachte, ich kann da hinbauen. Okay. Wem? Was denn? Ich glaube, ich hab einen Crit-Error. Ehrlich jetzt? Ja. Oh nein. Hast du einen Fallschirmbeam? Nein, aber wir sind über Wasser. Achso. Bedeutet, dass der Adler mich jetzt gleich loslässt, oder was? Ja. Kann ich nicht schnell aufsteigen irgendwie? Doch, wenn du einen aufdrückst und Glück hast, dann ja. Ja. Nee, ja, du hab's nicht geschafft. Ah, scheiße, ich hätte Follow machen sollen, fuck! Was für Follow? Ich bin schon im Wasser. Hast du Fernglas? Ja. Geht trotzdem. Bin, einfach zu denen hingucken und dann die ganze Zeit drücken. Follow. Also T oder was? Ja. Mhm, genau. Man kann im Wasser nicht pfeifen, oder? Doch. Das geht. Blub.
Ja, 60-60 und dann da in diese Bucht rein. Das sollen auf jeden Fall perlen. Jo, und bei meinem Spot, wo wir erst dachten, dass wir hinmachen vielleicht. So, wie viel Öl brauchen wir dann? Wo ist denn der Quetzel? Geradeaus. Geh den Fabrikator brauchen wir. Liegt da auf dem Boden. Oh, das ist das erste Mal, dass ich so ein Quetzel sag ich schon, so ein Riesenvieh sehe. Krass. Ist der Quetzel down? Nee, leider nicht, deswegen kann ich mir das Riesenvieh gerade nicht genau angucken. Wo seid ihr denn ungefähr? Wir kriegen den Quetzel wahrscheinlich auch nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag mal, hängt der jetzt hier nicht fest irgendwie? Nee, leider nicht, ne? Wo seid ihr denn von den Koordinaten? Oh, da hinten sind zwei T-Rexe. Nee, das sind zwei. Sind das T-Rex oder Gigas? Nee, das ist ein T-Rexer. Okay, ah, der hängt fest, oder? Ja, der hängt fest. Na dann ab, auf den Kopf. Jetzt! Down. Okay. Lass mich runter. Oh, ich bin abgestiegen. Oh. Hast du noch Fleisch? Ja. Oh nein, ne? Nein. Was ist das? Was okay, ist? Drauf killen. Ich glaube, ich bin gleich down. Oh nein, jetzt hab ich nicht. Ey, wie kann man denn jetzt wieder nur so ein Pech haben hier? Das ist der Wahnsinn. Versuch den irgendwie abzulenken oder so. Ja, okay. Ich kann mich nicht bewegen, ich häng fest. Ich häng in dem Quetzel fest. Okay, du hast ihn gekillt, nice. Alter! Juhu! Nice. So, ja, schwere Geburt. Sehr schwere Geburt. Ab geht's. So, willst du den Giga mal angucken? Ja, aber nicht während du mich gepackt hast, da fühle ich mich irgendwie nicht so gut. Ja doch, du flieg mal ganz kurz, ja, ich will mir mal anschauen. Pass einfach auf. Im Moment glitscht es auch gar nicht. Ach ja, stimmt, ne? Alter, disconnect jetzt, das wäre super. Ja. Wenn wir jetzt Öl haben, kann ich einen Fabricator machen. Ja, okay, ich fühle mich gerade hier echt nicht wohl, weil wenn du jetzt Disconnect hast, dann sind wir am Arsch. Ja, flieg mal nach Hause, bitte. Nutz mich, wie viel Öl brauchst du?